Und dann schreibt er jetzt gleich, yay, siehst du, dann freut er sich jetzt. Dann hat er einen Glücksmoment. Er braucht ja einfach diesen kleinen Negativmoment, damit er das nächste Mal wieder einen Glücksmoment hat, Leute. So müsst ihr das sehen. Ich habe jetzt, das ist wie, als wenn du jemandem sagst, du bist durchgefallen in der Prüfung oder sonst irgendwas, nur um ihm dann am Ende zu sagen, weißt du was, du bist nicht durchgefallen. Es ist alles in Ordnung. Du hast es geschafft. Weißt du, wie schön dieser Moment dann ist? So, oh. Sowas, wie du damals deinen Bruder verpetzt hast. Manche Eigenschaften ändern sich nie. Hä? Das ist doch nichts verpetzen. Das war doch jetzt nur ein Neckerchen. Wie gesagt, ich habe es euch ja gerade erklärt. Er hat jetzt eigentlich einen Glücksmoment. Ich würde so ausrasten. Ja, sowas. Es ist wie Heidi Klum, wenn sie mal wieder sagt, ich habe kein Foto für dich. Und auf einmal zieht sie zwischen ihren Brüsten dann doch noch irgendwie so ein gefaltetes Blatt Papier hervor und dann sagt, ich habe doch noch ein Foto für dich. Irgendwie so. Ich habe die Serie nie geguckt, Sendung, Show, wie auch immer. So, hier geht's über. Oh, ein Hühnchen. Oh, was ist denn ein Schaf? Du bist aber scharf. Verstanden. Kann ich eigentlich in die Häuser rein? Noch gar nicht getestet. Huh. Ich gehe in fremde Häuser rein und klaue dort ihr Geld. Ich mache einfach, was ich will, weil es mir gefällt. Montrose Magpies. Was ist das für ein komischer Name? Das sind arme Leute, die können sich noch nicht mal ein Bett leisten. Die schlafen auf Stroh und ich klaue denen ihr Geld. Was ist eigentlich? Ich bin ein Monster. Ich weiß langsam, was ihr meint. Leute, ich bin ein Monster. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Hä? Wieso wird das jetzt hier gefährlich? Das ist doch nur ein Weg. Was passiert hier gleich? Wie sich gerade schön. Ja, das kann ich sehr, sehr gut. Ich kann mir sehr, sehr blöde Situationen, die ich verkackt habe, kann ich mir auch echt gut schön reden. Oh, das sind nochmal Pilze. Ich finde schön, dass sie sich bemerkbar machen. Dass wenn ich sie schon rausrupfe, dass sie zeigen. So, hier bin ich, hallo, hier. Los, rupf mich. Oder so. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Gut, wir hatten jetzt hier zumindest einen Dingpunkt, einen Schnellreisepunkt. Das ist schon mal ganz gut, oder? Es tut so gut, dich zu sehen. Es tut so gut, dich zu sehen. Aber wieso fragst du mich dann, dass ich Hogwarts Legacy nicht 100% spielen kann, wenn ich es doch nur ein Jahr, wenn ich es doch nach einem Jahr auch bekomme? Ich schreibe ihm, ich gebe es zu. Es tut so gut, dich zu sehen. Ich wollte deine Reaktion wissen. War vielleicht etwas zu böse. Es tut so gut, dich zu sehen. Ich finde das schön, wie sie das sagt. Entschuldigung. Nochmal? Komm, sag's nochmal für mich. Komm, Baby, du weißt, du willst es. Sag's mir, flüster's mir ins Ohr. Es tut so gut, dich zu sehen. Ah, oh, schön. Ja, ich rede ja schon mit ihr. Hallo, Nati. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Bei mir ist alles in Ordnung. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Boah, ich sehe so hässlich aus mit meinen neuen Klamotten, ohne Witz. Ich glaube, die wollten was von mir. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Oh, muss die ganze Geschichte nochmal erzählen. In Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Was in aller Welt? Es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Aber was bedeutet das? Ich lerne noch, aber ich kann Spuren davon sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann.
Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Alle reden nur noch darüber, wie du Hogsmeade bei dem Trollangriff verteidigt hast. Und ich werde nie vergessen, wie sich Serona in den drei Besen gegen Rookwood und Harlow behauptet hat. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Freut mich zu hören. Gibt's so ein tolles Gronkh-Best-of, wo er einfach so ein absolut grässliches Spiel zockt, wo eine KI-Frau einfach mit einer absolut schlechten Synchro ausgestattet ist. Und da sagt sie genau diesen Satz: Freut mich zu hören. Und das hört sich einfach so schrecklich an. Ich versuche es halt wirklich genauso rüberzubringen. Aber ganz ehrlich, wo ich sie jetzt auch gehört habe, ich finde, so Emotionen rüberbringen können die Synchronstimmen tatsächlich nicht wirklich. Normalerweise motze ich nicht wirklich viel über Synchronstimmen, weil ich sie eigentlich immer ganz gut finde. Und es sind auch echt gute Synchronstimmen in diesem Spiel drin. Wie gesagt, die Catherine Zeta-Jones Synchronstimme kannte ich. Ich glaube noch die, Antje irgendwas, ist auch eine sehr berühmte Synchronsprecherin, die habe ich hier auch schon vorhin gehört. Also es gibt hier gute Synchronsprecher, definitiv. Aber die von den Kids sind jetzt mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so dolle. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Außerdem ist Rookwood mit Ranrok im Bunde. Angeblich wurden sie zusammen in Hogsmeade gesehen. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie Wolltet gesprochen. Ihr das hören? Sie waren nett. War bei euch wahrscheinlich zu leise, weil sie die Desktops hören. Ich Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Das könnten wir doch genauer unter die Lupin nehmen. Hey, ein Harry Potter-Witz. Guck mal, ich habe jetzt meine schlechten Witze ins Harry Potter-Universum übertragen. Das könnten wir doch unter die Lupin nehmen. Ach, guck mal. Ich schaffe es sogar richtig unlustig, in Harry Potter zu sein. Wenn ihr da jetzt irgendwie die Befürchtung hattet, dass es irgendwie nicht so, ja, nicht so funzt, das Spiel schön und so weiter, aber mein Humor ist nicht kompatibel, da habt ihr es doch. Punkte erstatten. Ja, jetzt aber, Ryan. Hätte nie gedacht, dass Ranrocks Anhänger so weit geht. Vor allem, Rihanna kann sich sogar selber die Punkte erstatten, ne? Was ist das für eine Sidequest hier? Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Ranrok und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Ranrok hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich Ihnen das sagte, wandten Sie sich gegen mich. Schlugen mich fast bewusstlos. Nahm meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Ich habe jetzt gerade gelesen, hier ist es nicht meist so, dass die Sprecher den Text bekommen und nur einen groben Überblick von der Story. Durchaus, ja, aber bei gewissen Sätzen muss Emotion rein. Wenn zum Beispiel geschrieben steht, das ist nicht dein Ernst, so als Aussage, das ist nicht dein Ernst, dann bringt es nicht zu sagen, das ist nicht dein Ernst. Das ist keine Emotion, da musst du das entrüstet sagen. Das ist doch nicht dein Ernst oder so, irgendwie sowas in der Art und Weise. Aber wenn du dann wirklich emotionslos, schön das zu hören, ne, so in der Art und Weise, das ist doch keine Emotion. Das kannst du wirklich auch in Sätzen reinbringen, wo du den Kontext nicht kennst. Also das muss man schon hinkriegen. Der zum Beispiel, der Kobold, hat es jetzt besser hingekriegt, finde ich jetzt. Haben Ranrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht.
aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Ranrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Ranrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr löblich. Diplomatisch, Avada Kedavra. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Ranrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Oh, wenn der sogar seinen Pinsel da drauf verwettet. Das ist schon harter Tobak. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Och, ich schaff das. Ich hab hier ganz tolle Zauberkünste drauf, ne? Ich hab an der Puppe geübt. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Das hoffe ich auch. Der ist nett, ich mag den. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Ohne Witz, ich finde den toll. Oh, guck mal, da kann man was käuflich erwerben. Kann ich jetzt hier Klamotten wieder kaufen? Jalal. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zaubertrankladen. Ach, Zaubertränke. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Jalal, hast du auch etwas, das halal ist? Da darf man sich nicht drüber lustig machen, ne? Das ist jetzt auch schon wieder falsch, ne? Oh, Entschuldigung. Oh, ich wollte den Spott. Ja, ich nehme ihn zurück. Können wir das rausschneiden? Wer sind Sie? Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower falsch. Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen ja weit sogar gebracht. Meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Ich bin ein bisschen Meine Preise fies, ne, sind so schon niedrig genug. Irgendwelche Gerüchte hier, dass da gewisse Leute nicht so das böse Wort, was ich nicht mehr sagen darf, sind. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Mehr. Ein Kobold namens Purgit macht reichlich Ärger. Seine Bande greift reisende Händler an, darunter leiden die Geschäfte in der Gegend. Wäre schön, wenn jemand etwas dagegen unternehmen würde. Aber niemand will sich mit einer Bande von Kobolden anlegen. Warum also eigentlich nicht? Also Ruinen von Coro tun und lassen, was er will. Ganz ehrlich, die sind... Okay, ich kann es nachvollziehen. Also so eine Horde Kobolde wirkt ja auch für mich wie so eine Horde lebendig gewordener Puppen. Würde ich auch erstmal Angst vorkriegen. Aber ganz ehrlich, so große... Also wenn du dann so einen riesen Zauberer vor dir hast und so einen kleinen Kobold, ist das jetzt echt eine große Herausforderung? Ich weiß nicht. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man es besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Das ist doch schön. Gut. Ja, dann gucken wir uns mal an, was wir kaufen können. Aber ehrlich gesagt, ich würde jetzt nicht Geld ausgeben. Ich habe jetzt schon genug Geld ausgegeben. Guck mal, hier kann man richtige Tränke kaufen. Wie viel habe ich denn davon eigentlich noch? Sieht man das nicht normalerweise? Mega-Power-Trank. Heißt das, er hat zwei oder ich besitze zwei davon? Die sind halt sauteuer, ne? 300. Nee. Ich lasse das lieber. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, gucken wir mal. Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse gerade, ne? Okay, Tode hat mir nochmal geschrieben. Tode hat mir noch geschrieben, weil ich geschrieben habe, ich gebe es zu, ich wollte deine Reaktion wissen, war vielleicht etwas böse. Da hat er geschrieben, und deswegen bist du in Slytherin gelandet und ich in Ravenclaw. Stimmt, oh Gott, das stimmt. Ey, da hat er vollkommen recht. Er hat vollkommen recht, das wird sein. Da wird der Hase im Pfeffer begraben liegen, Leute. Okay, gut, dann würde ich mal sagen...
Ich werde jetzt dann Feierabend machen für heute. Ich weiß, es ist erst 20.30 Uhr, aber ich muss auf jeden Fall noch was essen und dann werde ich mich bald zu Bette begeben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Restabend, liebe Leute. Hoffe, wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder. Ihr könnt die Direct genießen, die jetzt heute Abend kommt um 23 Uhr, die Nintendo Direct. Ich werde sie nicht live reacten und ich werde sie auch nicht angucken um 23 Uhr. Wie gesagt, ich werde schlafen. Gönn mir jetzt aber erstmal eine ordentliche Portion Essen. Wahrscheinlich Nudeln mit Pesto, hätte ich jetzt gerade voll Bock zu. Oder vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht habe ich noch ein paar Reste im Kühlschrank, muss ich auch nochmal gucken. Aber ich freue mich, dass wir heute so einen fantastischen Abend wieder zusammen erlebt haben. 4 Stunden Stream ist ja auch eine super Sache, ne? Und ja, guten Hunger, dankeschön, guten Appetit, vielen, vielen Dank. Genau, nächstes Mal dürft ihr alle gerne wieder reinschauen. Flora, Mausi, du und alle anderen dürft gerne wieder dabei sein. Ob es direkt morgen wieder einen Stream geben wird, weiß ich nicht. Vielleicht kickt die Hogwarts Legacy Sucht morgen direkt wieder, kann durchaus sein. Aber bis dahin schauen wir einfach mal und genießen andere Dinge. Es gibt auch andere schöne, wichtige Dinge im Leben außer Toffee. Ich weiß, es sind wenige, aber es soll sie auch geben, ne? Gute Nacht. Wingardium Funktionosa. Ja, jetzt funktioniert alles. Ich hab's nochmal nachgezaubert, okay? Oh Gott, endlich! Ich hab schon Angst gehabt, den Stream ausmachen zu müssen. Alter. Mit dem Zauberstab jetzt sogar. Ja! Ich höre dich wieder. War gerade eben der Sound schon wieder weg. Ja, der war, eine Zeit lang war der jetzt gerade eben weg. Jetzt müsste aber alles klappen. Oh Leute, ich zauber mir gleich wirklich. Also, Originalus Maximus Orgasmus. Oh, ich musste jetzt gerade ganz kurz mal innerlich richtig abfeiern, weil die Technik mich hier gerade total im Stich gelassen hat. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich bin so perplex wegen meiner schlechten Technik hier im Stream, dass ich jetzt gar nicht mehr im Kopf habe, was ich eigentlich machen will. Meine Aufträge. Auflösung wieder hochballern? Ist die jetzt schlecht, die Auflösung? Dummheit bestrafen. Ich sehe zwar nicht ein, warum, aber gut. Du willst halt alle deine Punkte loswerden, ne? Nee, was... Ist die Auflösung jetzt wieder schlecht? Auf der PS4... Ja gut, ich könnte es nochmal hochschrauben, aber ich weiß nicht, ob es wirklich viel bringt. Aber ich hab die doch jetzt schon auf 1080p. Soll ich sie jetzt auf 1000... auf Dings hier, oder was? Nee, 1080p reicht doch. Oder? Sollen wir es noch höher machen? Da muss ich jetzt nochmal neu starten. Nee, 1080 reicht doch. 1080 reicht, komm. Also, endlich starten wir jetzt. Wir lassen es jetzt. Wir lassen es jetzt. So. Wir starten jetzt endlich. So, was muss ich machen? Hier. Weggekarrt. Ich mach das jetzt. Vorgesehene Stufe 2, Alter. Das ziehe ich sowas von durch. Ich habe jetzt meinen Zauberstab. Ich kann jetzt allen Leuten, die mir im Weg sind... Alles, was schief läuft, kann ich jetzt, ne, wegzaubern. Und vor allen Dingen, was das Gute ist, selbst wenn der Zauberstab magisch nicht funktionieren sollte, ich kann jemanden auf jeden Fall trotzdem noch mit volle Kanne auf den Kopf hauen. Finde ich gut. So. Da geht's lang. Oh. So, jetzt können wir uns mal ganz kurz unterhalten darüber, dass wir halt eben, ne, nach den ganzen Problemen, wie unser Leben so verläuft, ob da immer die Probleme da sind oder ob wir einfach auch mal Dinge genießen können. Es rendert ein bisschen spät, ne? Also der Boden rendert ein bisschen spät. Alles gut. Don't touch the running system. Ins Auge pieken soll wehtun, habe ich gehört. Echt? Warte mal. Kann ja auch besser werden, je nachdem. Ich hab eine Sehschwäche. Ich habe ja Kontaktlinsen drin. Vielleicht muss ich mir einfach nur mal volle Kanne ins Auge pieken. Vielleicht bringt das ja was. Mantax, hallo. Vielleicht mache ich es dadurch ja wieder besser. Kennt ihr das nicht? Wenn Heilschmerz wird das doch auch genannt, oder? Wenn ihr irgendwo Verspannungen habt und... Hilfe. Wer hat mich gesehen?
Irgendjemand hat mich gesehen. Es ist eine fette Spinne! Alter! Die sieht mich ja trotzdem! Stirb! Alter, die sieht mich ja trotzdem! Ich hab mich schön verzaubert! Oh, oh, Alter, okay, alles klar. So. Was ist mit diesen Spinnen los? Ich glaube, die spinnen. Entschuldigung. Da kommt man wieder und man hört, dass Toffee sich ins Auge biegen will. Ja, Standard. Und ich habe natürlich wieder ein ordentliches Räuspern im Hals. Wie sich das auch gehört bei mir im Stream in letzter Zeit. Einfach immer schön alles verkackt. Ich weiß nicht, was los ist in letzter Zeit mit mir. Die Spinnen sind aktuell das Einzige, was ich in dem Spiel hasse. Weil du keine Spinnen magst? Hier bin ich richtig. Oh, guck mal. Oh, die war süß. Die war Level 1. Oh, die hätte ich eigentlich aufziehen können. Kann man die eigentlich auch looten? Oh, nee, sie verpufft. Die hätte ich groß und stark werden lassen können. Zu einer großen Spinne. Die gab es im zweiten Teil. Im Harry Potter und die Kammer des Schreckens gab es eine ganz, ganz große. Wie hieß die nochmal? Die hieß... Nicht verraten, nicht vorsagen. Ich komme noch drauf. Sabrina, hallo. Die hieß... Aragog. So hieß die Spinne. Das ekelhafte Vieh. Hä, das sind doch auch nur Spinnen. Das sind auch nur Lebewesen. Wie war das, der ekelhafte Spruch, den immer wieder von Eltern kommt? Die haben mehr Angst vor dir, als du vor ihnen. Lager. Es hilft halt leider nur das nicht, wenn man halt wirklich, wirklich Ekel vor solchen Viechern hat, ne? Das hilft dann nicht. So, ich mache mich mal lieber unsichtbar. Aus Angst, dass da am Ende irgendwas schief läuft. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Oh, warte mal, da draußen ist noch jemand. Irgendwas da. Ist das wieder eine Spinne? Na, komm, die lasse ich jetzt mal in Ruhe. So, das erste Lager, das wir hier haben. Ich habe tatsächlich noch nichts damit am Hut gehabt. Wer war das? Was war das? Entschuldigung, ich fand das gut. Ist sonst noch irgendwie? Erstmal Pilze looten. Und das wundert sich dann keiner, warum hier Pilze gelootet werden in diesem Lager. Wo sind denn die anderen Gegner? Ups. Oh, whoppa. Oh, wo kommt der denn her? Hilfe! Hilfe! Oh, au! Au! Was ist los mit denen? Oh, Alter! Alter, sind doch echt viele, ne? Okay, das fand ich jetzt gut. Alter, wie viele? Ich komme ja gar nicht hinterher. Was? Ich soll mich im tiefsten Loch vergraben? Geh du dich doch vergraben. Blöder Saft. Saft. Aua! Oh, nee, warte. Mann, ich bin gleich tot. Ich muss den anders herholen. Oh, ups. Nein, ich wollte den anderen eigentlich erwischen. Oh, ich treffe den nicht, den da hinten. Nee, warte. Ah, Mist. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu schlecht für sowas hier. Ich muss den erstmal kaputt machen da hinten. Au! Au! Warum sind die so schnell, die kleinen Viecher? Wie kriege ich den kaputt? Nee, so kriege ich ihn nicht kaputt. Ah, jetzt so. Ah, okay. Oh Mann! Wie viele kommen denn da noch? Das ist ein Nest, Alter!
Triff. Ach, Alter. Da stand irgendwas mit Triff. So. Ich kann den Chat leider nicht lesen. Da steht bestimmt drin, was ich machen soll, aber ich komme gerade echt nicht klar drauf, wie viele das hier sind. Boah, Alter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und da sind immer noch welche drinnen, ne? Oh. Oh. Was ist das jetzt? Habe ich es jetzt geschafft? Ah, nee, natürlich nicht. So, warte. Nee, das ist mal anders. Mist. Au. Au. Oh, das ist unglaublich, wie ich hier gerade penetriert werde, ne? Warte, ich versuch mal was. So, jetzt. Au! Ach, das ist schon wieder der da oben, ne? Es ist unglaublich, wie viele hier sind. Wie oft sage ich hier eigentlich gerade unglaublich? Hä? Jetzt passiert! Das habe ich jetzt gemacht! Entschuldigung! Ich habe irgendwas verkackt. Da war der gar nicht. Wo sitzt der denn jetzt? Wo hockt der denn? Wo steckt der kleine Mistzwerg? Der wird mich jetzt bestimmt von hinten irgendwo angreifen und mich fertig machen. Der kleine widerliche. Oh. Mimi Mystery, dich habe ich noch nicht gegrüßt. Na hallo. Die wollen doch noch spielen. Hm? Jetzt stirb, ey. Ohne Witz. Oh, danke. Endlich alle tot. Meine Güte. Was? Empfohlene Stufe 2, weißt du? Empfohlene Stufe 2. Weißt du, wie anstrengend das jetzt war? Ich bin Stufe 11. Lass mal all Zeug hier sammeln. Ich glaube, das Game in Juni oder Juli, genau. Da dauert leider noch ein bisschen länger für die Switch. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Meine sämtlichen Tränke verbraucht, ich Trottel. Kann ich hier irgendwelche klauen? Karten aus dem Lager. Die muss ich ja wahrscheinlich erstmal finden, ne? Gut, ich könnte hier dieses Ding machen. Warte mal. Dann brauche ich aber erstmal... Ah, ne, Quatsch. Wo sind denn die Karten? Irgendwo hier müssen sie sein. Da unten drin? Nee. Wo sind die denn? Bin ich jetzt blind? Hä? Irgendwo hier. Aber wo? Ihr habt es bestimmt schon gesehen und habt schon wieder 10.000 Mal gesagt, oh, wie, du Blindfisch! Ich sehe es echt nicht. Befreie die Karren aus dem... Aber wo sind denn die Karren? Ach, das da, oder was? Nee. Das hier? Aber wie... Ach so, kann ich die hochheben wahrscheinlich, ne? Nee. Jo. Ah, so. Okay. So? Mach ich das richtig? Und wohin denn dann? So, jetzt schwebt es dahin. Ist das richtig? Da ist ein Gitter, was du öffnen musst. Ja, aber ich dachte, ich mach alles, was ich nicht machen soll. Was ist denn los mit mir? Wahrscheinlich das hier, ne? Ich hab gedacht, ich muss die Kiste da rausholen. Oh Mann, Toffi hat wieder nur gedacht, ab in die Kiste, weißt du? Die Karren kehren zu Ahn zurück?
Ich bin so schlecht in dem Spiel. Und eine Fliege hat sich gerade auf meinen Kopf gesetzt. Oh Gott. Heute ist nicht mein Tag. Der erst verkackt der Stream hier die ganze Zeit und jetzt auch noch das. Ich bin nicht... I'm not amused. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch was anderes hier machen kann. Nee, alles nicht. Okay, das heißt, ich muss jetzt einfach nur... Ja, akzeptieren, dass der Karren jetzt von alleine irgendwo weggefahren ist. Wahrscheinlich hätte ich mich sogar... Ich hätte mich sogar draufsetzen können wahrscheinlich, ne? Hey, warte auf mich! Ich setze mich drauf! Ich habe aber trotzdem eine Kiste da rausgeholt. Ach man, das geht nicht. Ich will da drauf sitzen können. Das ist doch scheiße. Das ist doof. Ich will da drauf sitzen können. Ich muss gleich mal mein Fenster zumachen, das ist kalt. Hetikitus Sitzfidibus. Lass mich tuninus.